Ja, getroffen, was sagt man dazu? Boah, fuck you! Ja, super. Verpisst euch. Boah, ist das ein Mistvieh! Hoffentlich finde ich das nie wieder im ganzen Spiel. Oder ich werde mindestens ein mächtiges Magie kennen. Einen Zauberspruch kennen, ja. Zum Beispiel Feuerball oder so. Damit mir so ein scheiß Panzer nichts mehr nützt. Weil das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn der Scheiß? Ach, scheiße. Ach. Boah! Was hat das Vieh mich gerochen? Verpiss dich. Es geht das Spiel wieder von vorne los. Guck mal, wie die mich verfolgt. Ja, dann gib mir jetzt Schriftrollen. Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Zielst schlecht, hä? Aber nein. Was soll's? Nimm ruhig, hä? Bist wieder da, hä? Gut, 32. Viel schlecht. Hallo, einmal mit dem Schwert geschlagen, zieht sich wieder zurück. Was soll ich da bitte machen? Ich kann ja auch nicht mit Blitzen zuspawnen, ey. Oh, noch mehr von denen, ey. Ich darf das Vieh nicht gleich sofort die Aufmerksamkeit erzielen. Boah. Oh, ihr Mistviecher. So winzig, so unbedeutend. Ja, jetzt geht das Theater wieder los. Oh, Kurva, Mann. Bäm. Och, noch zwei. Und zum Glück treffe ich hier keine Skelette und Dämonen. Habe ich ja Glück gehabt. Und das sind auch die kleinen Viecher, Mist. Jetzt bräuchte ich einen Flächenzauber. Komm her, du Mistvieh. Gut, hab ich. Hauptsache getroffen. Und jetzt wird niedergemetzelt. Oh, das ging recht schnell. Ich glaube, die kleinen Viecher haben mir ein bisschen geholfen. Kurde Matcha. Ja, super. Jetzt wird der Kampf lange dauern. Oh, das war. Kurva. Ach. Hust du. Hust. Puh. Mann! Die Schale kann doch wohl nicht so hart sein, dass meine Schwertschläge da nichts jetzt ausmachen. So, das waren alle. Ich soll. Ach ja, und das ist die Königin. Ja, jetzt wird's lustig. Gut, die sind langsam. Ja, ja, wird wohl nichts, Mistvieh. Boah, was für. Oh, das war Headshot.
Wie viel die aushält. Die ist groß. Ja, super. Wow. Ach so, macht ihre Spezialattacke. Und dann... Uff. Ja, ja. Du hast ja... Boom! Was für ein Jump! What the fuck? Okay. Oh, die Schiffe. Oh. Brennendes Dorf. Ivy! Oh, die hatten... Ivy. Nein. Das sagt. Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan. Oh, dann habe ich ja die Insel jetzt hinter mir. Ach du Scheiße. Dong. Was hat das jetzt mit mir zu tun, dieses kleine Kriegsschauplatz? Naja, jetzt bin ich in Argan. Ich glaube, jetzt fängt das Abenteuer jetzt richtig an. Jetzt wird's interessant. Was willst du jetzt tun? Level 4. Ich rächen an Robert dem Dritten und seinen verfluchten Paladin. Du bist ein Grünschnabel. Sie werden dich töten. Nun? Soll Ivys Tod ungesühnt bleiben? Und er meiner Mutter und meiner Freunde? Nein, aber was, wenn es einen Weg gäbe, dich zu rächen, ohne gleich ins Verderben zu rennen? Lass hören. Irgendwo hier im Gebirge soll es einen uralten Tempel geben, in dem ein gottgeweihter Amboss steht. Robas Paladine suchen den Tempel. Sie wollen den Amboss nutzen, um Waffen zu schmieden für ihren Feldzug gegen Argan. Verstehe. Ich soll ihre Pläne durchkreuzen. Genau. Und selbst etwas schmieden, das dir bei deiner Rache hilft. Wo soll ich mit meiner Suche nach dem Tempel beginnen? Auf dem Hügel dort hinten steht die Taverne zur gespaltenen Jungfrau. Dort findest du einen Magier namens Daranis. Er kennt viele alte Geschichten. Rede mit ihm. Vielleicht hat er von dem Tempel gehört. Gespaltene Jungfrau. Wirst du mich auf meiner Suche nach dem Tempel begleiten? Nein. Du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Stimmt. Ich segel weiter nach Stuark. Wenn du auch in Stuark bist, frag den Wirt der Klippenschenke nach mir. Er wird wissen, wo du mich findest. Woher kennst du die Pläne der Paladine? Als ich noch an Robas Hof war, hatte ich immer ein wachsames Auge auf Lord Hagen und seine Männer. Und so manche Magd der Paladine hat mir ihr Ohr geliehen. Wer ist Lord Hagen? Der Heerführer der Paladine. Junge, wie kannst du fragen, wer ist Lord Hagen? Junge, kein Gothic 2 gezockt oder was? Und du nennst dich Gothic 4? Mann. Ich habe eine neue Rüstung, merke ich gerade. Schwere Lederkluft. Die robuste Reisekleidung ist ein Geschenk Diegos. Sie sieht gewöhnlich aus, doch jemand hat in die Innenseite des Kragens winzige magische Runen gesetzt und mit MLT signiert. Aha. Ich kann jetzt noch einen Helm tragen und einen Ring, wenn ich das richtig sehe. Ja gut, Level 4, ne? Hoppala. Jo, machen wir. Ja, Präzision, Kampfgeist. Und ich will... Ausdauer, Lebensenergie. Ja, dass ich mehr aushalte, ne? Aber hier lerne ich nichts mehr. Hier lerne ich jetzt nur noch viel auszuhalten. Ne, Disziplin. Ja, was habe ich da nochmal? Lebensenergie und Nahkampfkraft. Cool. Zack. Was ist das denn? Ruhige Hand. Ruhigeres Zielen. Oh, das brauche ich. Und dann? Tödliche Präzision. Treffer im Kopfbereich mit Fernkampfwaffen versuchen zusätzlich 30% Schaden. Heimlichkeit. Oh.
anpirschen. Drücke die Schleichtaste, um Schleiche an Gegner heran, um später bemerkt zu werden. Und dann geht's weiter. Was bringt das? Fernkampfkraft und Lebensenergie. Hinterhalt. Attacken, die mit Fernkampfwaffen gegen unaufmerksame Gegner verursachen 200% Schaden. Oh, da mache ich, glaube ich, kann ich rückgängig? Wohl nicht. Egal. Ja, nicht nächstes Mal. Ich werde ja wohl viele Levels machen, dass ich ja wohl genügend Talentbäume auffüllen kann. Ja, gucken wir uns mal die Karte an, wie groß das hier ist. Jo, das scheint alles zu sein. Also hier ist zur gespaltenen Jungfrau. Die arme Jungfrau wurde gespalten. Sonnenbeere, aha. Gucke ich mich ein bisschen nach Kräutern um, vielleicht sind hier auch im Gegner.